Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe Mega Man Overlord 2. Ja, Diveman Stage immer noch geschafft. Dennoch brauche ich noch das Item aus dieser Stage. Erst dann kann es weitergehen. Das weiß ich aus sicherer Quelle, nämlich von einem der Macher. Und der Weg dahin ist schon beschwerlich. Es ist beschwerlich und stachelig und nass und feucht. Ich brauche eine Frischwäsche hier, eine Kochwäsche hier. Ich muss hier den Tang aus meiner Unterwäsche kriegen. Und danach die Stelle. Ich muss einfach ganz vorsichtig sein. Bin ich eigentlich sowieso schon. Ich bin ein sehr vorsichtiger Spieler, deshalb bin ich hier auch so langsam. So. Und deshalb frage ich mich, wie wird es eigentlich werden, wenn ich dann das Race mache, das Mega Man Race? Da darf ich ja nicht vorsichtig sein, hä? Da muss ich ja schnell handeln. Wie zum Beispiel da. Da darf ich nicht so lange warten, auf Gegner warten, auf die passende Aktion. Nee, nicht auf die Aktion. Wie heißt das Wort nochmal? Opportunity, auf die passende Möglichkeit? Keine Ahnung, was ich jetzt gerade wieder fabrizieren will, welchen Satz. Aber eine Sache hat, ich finde, ist glaube ich mir nie aufgefallen, aber ich finde die Diveman Stage Musik wirklich gut. Das ist halt einfach so, das hat so einen Rhythmus. Da war ich wieder zu schnell. Die gute Sache ist ja, ich brauche hier nur das Item einsammeln, soweit ich zumindest weiß, und dann hat sich die Sache. Da wollte ich jetzt die Munition dann mir sparen vom Toad, vom Acid Rain. Ich denke zumindest, es war so. Ich brauche nur diese Waffe einzusammeln, dieses Hilfs-Item. Und dann kann ich den Level wieder verlassen, ohne dass ich Angst habe, dass ich die Waffe nicht verliere. Ich reg mich jetzt wieder auf. Ich reg mich auf, weil ich diese Stelle schon so oft gemacht habe. Und jetzt mache ich wieder meine Fehler. Ja, ich habe auf Screen ein paar Energietanks eingesammelt. Einfach so. Weil, warum nicht? Dann lohnt sich zumindest dann auch. Dann brauche ich hier nicht immer wieder rein. So. Komm mal her. So, Vigi, komm mal her, lied was in die Fresse haben. Bitteschön, kannst immer was in die Fresse haben. Ich bin der Fresse, nee, in die Fresse, Mega Man. Ich bin in der Fresse, Gebe Man. Das hörte sich in meinem Kopf nicht cooler an als gesagt. Yep. Okay, letzter Versuch. Na, jetzt gar nicht. So. Jetzt geht's aufs Ganze. Schaffe ich's beim letzten Versuch, die Waffe zu erwischen? Natürlich schaffe ich das. So, geh mal weg mit dir, du, badibum, badibum, aus, bums, bums, ausmaß, weg bei dir. So. Und vorsichtig, vorsichtig. Öffne dein Visier und empfange meine Liebe in Form von Solarkugeln. Jo. Haha, so schnell kann das gehen. Und dass ich dann meine Zeit mit dem Dust Crusher hier verschwendet habe, naja. Jetzt hast du das mal wieder einen weiteren Energietank. Gib mir mal das schöne E hierher. E, oh, E, ewig soll es ewig sein. Ewig sollen wir uns binden. So. Ich hoffe doch, ich habe aufgenommen. Ja, doch, stimmt. Ich habe die Aufnahme gestartet. Also ich meine auch die Audioaufnahme, weil manchmal da hatte ich es. Ich hatte es schon mal, da hatte ich was aufgenommen und dann hatte ich die Audioaufnahme total vergessen, also von meinem Mikrofon. Und dann konnte ich das alles nochmal spielen. Das ist halt blöd. Das ist halt blöd. Und deshalb habe ich auch einmal gesagt, ich tue nicht alles zeigen, was ich eben aufnehme, weil wenn da Problematiken dazwischen sind, wie zum Beispiel eben das Spiel hat irgendwie Macken gemacht oder ich habe eine Aufnahme, hat nicht richtig funktioniert, dann nehme ich das gerne. Also Energie, da kann man nicht auf den genug haben, Energie. Komm schon. Verdammt. Hoppala, das ging ja gerade gut aus. Gerade gut. Bei dem Sprung gehe ich kein Risiko ein, deshalb wechsle ich zu Wasch. Ich glaube euch, wenn ihr sagt, oh, das kann man auch ohne Wasch schaffen, aber ich gehe kein Risiko ein. Ich bin kein Risikomensch. Und wenn ich manchmal Risiko eingehe, dann bin ich aber nur bescheuert. Weil es dann nämlich meistens in die Hose geht. Gut. Alles klar. Weg da.
Weg, du Rochen wirst gebrochen. Dein Geist werde ich brechen. Man könnte es vielleicht schaffen, den ganzen Sprung. Da müsste man aber richtig springen. Was ich ja bewiesen habe, was ich nicht so wirklich kann. Oh, oh. Ich habe einen Rochenhut. Wie findet ihr das denn? Ah. Und los! Hoppa, 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 hoppa. Na? Das kann gerade noch gut gehen. Hier den Rochen ausweichen ist kein Problem. Jetzt pass mal auf hier. Baboom. Jetzt muss ich nur noch wieder in das Loch rein. Okay. Gut, gut, gut. Okay. Jetzt kommt es drauf an, Leute. Kriege ich es hin. Im letzten Versuch. Ich stehe auf. Ich feiere. Okay, schnell wechseln. Wuppeti, wuppeta. So. Jetzt pass mal auf, du. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich bin der Megaman. Wupp, wupp, wupp. Okay. Okay, jetzt schnell nach rechts hin. Jawohl, richtig. Okay. Falle ich in die Mitte? Ich versuche mal in die Mitte zu fallen. Oh, oh, und nach rechts. Yes, yes, yes. Ich hab's, ich hab's. Yes, yes, yes. Oh, ich hab's mir doch gedacht. Ich kenne euch zu gut. Ich kenne euch zu gut. Oh. Und hab ich's? Ich hab's. Den Wire. Es kann weitergehen, Leute. Es kann weitergehen. Oh. Ich hab sogar volle Energie wieder. Moment, muss ich jetzt doch eine Level schaffen? Naja, das ist jetzt kein Problem. Ich habe volles Leben, ich habe den Rush. Hey, ich dachte, oh la la, Mama Mia, wer gibt mir dein Leben? Ach, du gibst mir ein Leben. Ach, ist das nicht schön von dir? Und los geht's. Baboom, so erlegt man einen Wal. Mhm. Captain Abraham kann mir nix. Hoppala. Die Stelle ist gemacht. Die Stelle ist geschafft. Jawohl. Jawohligen. Denn da kann ich endlich bei der Faroman Stage weitermachen. So, ab geht's, Wasch. Oh. Oh. Anscheinend hat's mich irgendwie gerettet. Hoppala. Ich hoffe, dass das noch hinhaut mit der Muni. Ich glaube nämlich nicht. Oder? Moment. Ich würde mal sagen, das war Perfecto Kato. Ja, der Diveman, der ist tot. Der Diveman ist nicht im Boot. Diveman Stage geschafft. Und das Item eingesammelt. Ein kleiner Safe-Set darf ich mir gönnen. Oh, Leute. Echt, jetzt, nachdem ich die Toadman Stage geschafft habe, geht wieder bergauf. Ich dachte schon, oh mein Gott, ich brauche so viele Parts. Aber jetzt konnte ich es schaffen. Moment mal, klappt das? Moment, lass mich das mal probieren. Wie macht man das nochmal? Also, zack. Oh, Leute, Leute, Leute. Heute ist auch Weihnachten und Ostern auf einen Tag gefallen. Ah, so kommt man auch da an den Energietank, oder? Hoppala. Nee, doch nicht. Doch, da kann man sich hochziehen, wenn ich mich nicht täusche. Oder kann man da außen rum? Ach, wisst ihr was? Er hat Energietanke. Der interessiert mich jetzt nicht. So. Ich will jetzt... Ach, verdammt, das war meine Energie. Was soll denn dies? Du blöde Fliege, Schmeißfliege, hör mal auf zu schmeißen. Ach so, deshalb auch Schmeißfliege. Ah. Es machte wieder Sinn, es machte wieder Sinn. Moment, warum habe ich wieder zwei Leben? Hä, was? Ich hatte doch nur... Moment mal, hatte es das etwa resettet? Hoppala, das war knapp. Hätte ich beinahe vergessen. Hatte es etwa resettet, dass ich... So, jetzt kommt mal her. Habt eine kalte Dusche für euch. Eine kalte Dusche. Baboom.
Na verdammt. Einmal habe ich es gut hingekriegt. Das hat das resettet, als ich das Item aufgesammelt habe. Ich hatte wieder volle Leben, volle... und so weiter. Gut. Gut zu wissen. Es gibt noch ein weiteres Item, diesen Ballon. Den muss ich auch noch gamaschen in den Taschen. Da wollte ich nicht ablaschen. Oh, Scorpio, du bist... Deine Musik habe ich nie gehört, könnte ich aber mal probieren. So, jetzt probieren wir mal. Was der Beste ist nochmal. Wuppala. Hat mich dein Kackehäufchen nochmal erwischt. So, links. Und, hoppala. So. Bieß mal auf, du. Oh, verdammt. Weg da. Verdammt. Moment, ich könnte eigentlich auch einfach darüber, oder? Oder so. So geht's doch auch viel einfacher. Baboom. Weg mit euch. Weg mit euch, ihr Marienkäfer. Ich hasse euch. Ich verätze deinen Körper. Wie gefällt dir das? Moment mal, Fanfaromen war die Schwäche. Kommt der nochmal wieder? Nö, anscheinend nicht. Ah, verdammt. Fanfaromen Stage wäre die White Man Waffe seine Schwäche. Whoopala. Was lade ich auf? Nehmen wir mal doch die Taubenwaffe. Die erweist mir gute Dienste. Hoppala. Wie so ein Muppet. Take my hand. Nochmal Muni. Jo, dann ist es ja fast voll. Die Korrektur ist ganz voll. So, was war da? Welcher Teil kam da nochmal? Oh, so kommt man da oben hin. Komm mal her! Das war ein Item? Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich dachte, was? Ja, Ballon. Ich hab Ballon. Moment, lasst mich gerade auf meinen Plan schauen. Ja, Pharao Ballon. Und danach kann ich Twiddleman machen und dann kriege ich den Chat und dann stehen mir die Level offen. What? Wie ist das der bitte? Ist das ein Ballon? Moment mal. Halt, stopp. Oh. Ah, okay. Ich konnte also nur bis zu der Stelle machen. Oder kann ich jetzt mit dem Ballon weiter? Bin ich mir jetzt unsicher. Den probiere ich jetzt nochmal. Okay, wie funktioniert eigentlich der Ballon nochmal? Achso, der verschwindet nach einer Zeit. Ach, wenn ich die Decke berühre, deshalb. Ach, brauche ich da vielleicht den Chat dann, oder? Na gut, Leute, ich habe nun den Ballon. Obwohl das aussah wie einer dieser Ballongegner. Stage Relax, das heißt, jetzt können wir die Trillman Stage machen. Wo haben wir denn? Wo ist ein Trillman? Da ist er ja. Und jetzt können wir uns, wenn wir ihn besiegen, nicht nur die Waffe holen, die dann gegen Toadman hilft, sondern auch den Rush Chat Adapter. Nur wie soll es klappen? Und hier haben wir die gleiche Sache wie in der Toadman Stage. Hier mit den zwei Helmis und den zwei. Mit den zwei Regenkindies. Ich glaube, ich sollte lieber Wasch nehmen. Aber naja, ich glaube, dafür haben sie dieses Leben hier hingesetzt. Dass die zeigen, oh, du brauchst hier Wasch. So, komm mal her, Wasch. Holet mir mein Leben. Yeah. Moment. Haha. Ich bin ja bescheuert. So. Da ist er. Wie kann ich den eigentlich mehrmals einsetzen? Im Grunde ja, oder? 1, 2, 3. Okay, das muss anders gehen. Das ist so ähnlich wie die Plattform aus Mega Man 2. Die steigert sich. Hm. Okay, wie mache ich dies? Es. Ja doch, das ist eine kleine Leiter da unten. Da kann ich hin. Hm. Jo, Leute. Wie mache ich das?
Wie soll denn das gehen? Weil ich meine, ich komme ja nicht im richtigen Winkel dahin. Oder ich muss ziemlich schnell sein. Meine Lieben, ich würde mal sagen, hier beende ich den Part. Ein kleiner Safe-Level gemacht. 2 weitere Items eingesammelt. Ich könnte nicht glücklicher sein. Jetzt brauche ich nur noch die Twillman-Stage zu schaffen. Den hier, den Komparse. Dann stehen mir die Stages offen, denn dann habe ich den Rush-Chat. So wurde es mir zumindest gesagt. Gut. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen von Megaman Evolver 2. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns in der Fortsetzung wieder. Hier 93 Jovo, I love to entertain you. Tschüss und goodbye. Die Folge hat ein bisschen kürzer, weil die letzte so lang war. Also, Tschüssikowski.